Das folgende Video wird präsentiert von Firma.de, dein Partner Nummer 1 für erfolgreiche Firmengründungen. Auf dem Firma.de Marktplatz bekommst du für deine Firma alles aus einer Hand. Hier kannst du dein Gründungspaket und weitere Bausteine wie Buchhaltung einfach online buchen und schnell durchstarten. Herzlich willkommen bei Venture TV, herzlich willkommen aus dem Silicon Valley. Neben mir steht Brigitte Zypries und wie sich das so gehört im Valley, wir sind inzwischen beim Du, ja, Brigitte, schön, dass du da bist und du warst jetzt eine Woche lang mit den deutschen Startups hier unterwegs im Valley. Hast du eine Menge erlebt? Was hast du mitgenommen in den letzten Tagen? Na, ich glaube, wir müssen in Deutschland in zwei Sachen besser werden. Die eine haben wir schon gewusst, das ist die Frage der Finanzierung für Startups. Da sind wir ja dran, aber da müssen wir noch besser werden. Und das andere ist das Thema Vernetzung. Wie kriegen wir es hin, dass junge Startups besser vernetzt werden untereinander, mit Geldgebern, aber auch mit der Old Economy? Wenn man hier wirklich den Leuten zuhört, dann hat man fast das Gefühl, dass Amerika uneinholbar ist, was Venture Capital und die Menge an Venture Capital angeht. Meinst du, wir können das in Deutschland schaffen, das genauso zu machen? Oder gibt es vielleicht irgendwie ein anderes Modell, was für Deutschland geeigneter wäre, mit dieser ganzen IT-Sache umzugehen? Was wäre deine Einschätzung dazu? Ich glaube, genauso kriegen wir es nicht hin. Also wir werden es nicht schaffen, dass wir so viele Private in Deutschland motivieren, ihr Geld in junge Startups zu investieren, wie das hier Usus ist. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Deswegen müssen wir uns da andere Modelle überlegen. Wir haben ja auch Vorstellungen. Also es gibt ja beispielsweise bei uns staatliches Geld für Startups. Es gibt den German Silicon Valley Accelerator, den wir jetzt auch auf New York ausdehnen und wo wir gucken, ob wir ihn auch auf Tel Aviv ausdehnen können. Also da sind wir dran und da unterstützen wir von Staats wegen. Ich glaube, da muss bei uns der Staat ein bisschen mehr in die Vorhand gehen. Du warst jetzt eine Woche mit Gründern unterwegs, hast bestimmt schon die ein oder andere Delegationsreise hinter dir in deiner politischen Karriere. Wie unterscheidet sich das? Wie ticken die Gründer? Das Beeindruckende für mich war, dass diese jungen Männer leider waren es hier nur, obwohl es eben auch andere Venture Capitalist Fonds gibt, die auch Frauen fördern in einem stärkeren Maße. Aber nochmal, hier waren es halt nur Männer, dass diese jungen Männer total fokussiert sind, wenn es um ihr Thema geht. Also da kann man ansonsten noch so lässig wirken. In dem Moment, wo es um ihr Ding geht, um ihre Sache, um das, was sie machen wollen, sind sie total fokussiert und ganz straight und wissen unglaublich viel. Und das muss ich schon sagen, das hat mir sehr imponiert. Also es war eine gute Woche für dich? Es war eine tolle Woche für mich, ja. Ich habe richtig viel gelernt. Ich habe richtig viele Leute kennengelernt. Ich habe richtig viel von diesem Spirit mitgenommen. Und ich habe auch eine Menge an Ideen mitgenommen, was wir in Deutschland besser machen können. Und ich hoffe, dass es gelingt, das jetzt auch alles so umzusetzen. Vielen Dank und viel Spaß noch am letzten Abend hier im Valley. Dankeschön.